Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, ich darf euch heute ganz herzlich zum Live-Studio FFB willkommen heißen. Mein Name ist Veronika und ich werde euch heute durch den Podcast führen. Die Sendung heute stellt die erste in einer neuen Reihe zum Thema engagierte Jugend dar. Vielleicht noch ein paar Worte auch zu meiner Person. Ich bin aktuell Studentin und habe bereits einen abgeschlossenen Bachelor in Management sozialer Innovationen. Und ich spezialisiere mich gerade auch noch im Bereich Erziehungswissenschaft mit einem Fokus auf Erwachsenen- und Weiterbildung und pädagogische und Entwicklungspsychologie. Wir wollen uns heute mit politischen Partizipationsmöglichkeiten speziell für junge Menschen auf kommunaler Ebene beschäftigen. Damit werden wir uns heute auch mit Fragen auseinandersetzen, wie welche Möglichkeiten und Konzepte gibt es für politisches Engagement und auch ob die Macht der Digitalisierung, die ja gerade wegen Corona eingetreten ist, auch gewisse politische Partizipationsmöglichkeiten im Bereich der Digitalisierung mitgebracht hat und damit auch einen gewissen Vorteil bietet. Für mein Zwiegespräch heute habe ich die Lisa Rubin hier und die darf ich auch ganz herzlich willkommen heißen. Sie ist Mitglied im Stadtrat Fürstenfeldbruck und ist für die Aufgaben Integration, Soziales, Jugend und Sport verantwortlich. Weiter auch gehören zu ihren Aufgaben die Kultur- und Werkausschuss und auch ist sie Jugendreferentin im Stadtrat Fürstenfeldbruck. Lisa, du bist eine gebürtige Bruckerin und studierst aktuell Politik mit Kommunikationswissenschaften. Und vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du letztes Jahr im März im Stadtrat Fürstenfeldbruck beigetreten bist. Ja, sehr gerne. Also ich war ja schon mal hier im Live-Studio und freue mich natürlich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Damals noch im Rahmen des Wahlkampfes und mittlerweile bin ich selber Stadträtin. Es ist also einiges passiert in der Zeit. Wie es dazu gekommen ist, ich habe mich ja schon sehr früh für politische Geschehnisse interessiert. Also ich denke, so im Alter von 14, 15 wusste ich eigentlich, wo ich hin möchte mit meinem Studium und habe dann eben direkt nach dem Abi angefangen zu studieren und bemerkt, dass es echt super theoretisch ist, also viel mehr Theorie, als ich jetzt gedacht hätte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das irgendwie ja praktisch noch möglichst vielfältig gestalten? Und dann ja kamen mir sozusagen die Kommunalwahlen in den Sinn und dann habe ich einfach angefangen, mich umzuschauen, wo ich gerne hin möchte, ob es eine Partei sein soll oder nicht, und habe dann ja eine sehr intensive Wahlkampfphase gehabt, war super interessant mit sehr, sehr vielen Erfahrungen, tolle Menschen kennengelernt und ja, mittlerweile bin ich jetzt in dem Gremium drin und bin sehr froh über die Erfahrungen, die ich da machen darf. Das hast du gerade mit dem, was du erzählt hast, so ein bisschen mein Interesse geweckt, weil du hast gesagt, dass du bereits mit 14 oder 15 gemerkt hast, dass dich das Thema interessiert, dass du irgendwie politisch tätig sein möchtest oder dein Leben in diese Richtung gehen soll. Gab es irgendeinen entscheidenden Schlüsselmoment in diesem Alter, warum das schon so früh für dich spürbar war? Also ich glaube, es ist schwer, tatsächlich einen Schlüsselmoment rauszugreifen, weil das mehrere ja, Ereignisse waren. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall mit im Sozialkundeunterricht gemerkt, dass es mich interessiert und dass ich einfach extrem viele Fragen auch einfach habe, die ich mir nicht so auf die Schnelle beantworten konnte. Ich habe dann super viel Nachrichten angeschaut, so Bundestagsreden auch versucht zu analysieren, also ganz typisch eigentlich. Und dann ja, ich weiß nicht, kam irgendwie so, ich glaube, in der ersten Sozialkundestunde von meinem Lehrer die Frage auf, wenn du Bundeskanzlerin wärst, was würdest du verändern? Und ich war so total überrascht über diese Frage und war dann so, ja, das lässt sich irgendwie gar nicht so einfach beantworten. Und dann ging es so, ja, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten, was für Aufgaben, was muss ich denn überhaupt machen? Und alle so, also ich würde Frieden schaffen. Und ich so, ja, warte mal, ist das denn überhaupt möglich? Wie weit geht es und so? Und dann bin ich in diese Spirale gekommen, mich total ja, damit auseinanderzusetzen, wie die ganzen Zusammenhänge eigentlich so funktionieren. Und bis heute interessiert es mich extrem. Also habe anscheinend den richtigen Weg gefunden. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und auch nach einer sehr schönen Erfahrung. Du bist ja Studentin und machst die Tätigkeit im Stadtrat in Fürstenfeldbruck ja noch zusätzlich dazu. Okay. Kannst du vielleicht einfach mal so einen kleinen Einblick geben, was da so deine Tätigkeiten sind oder wie vielleicht auch so ein bisschen dein Alltag im Stadtrat aussieht, damit man eine Vorstellung davon bekommt? Weil wenn ich das jetzt höre, ich kann mir da
nicht so ganz konkret vorstellen, was deine Aufgaben sind oder was so dein täglich Brot so ein bisschen ist. Ja, gerne. Es ist so, dass, also so ganz typisch, plakativ, tagsüber mache ich Uni und am Abend bin ich im Stadtrat. Also, ja genau, also die meisten Sachen passieren dann tatsächlich, wenn ich mit der Uni durch bin am Tag. Wir haben verschiedene Sitzungsarten und das, was sozusagen jeder kennt oder weiß, sind eben die Stadtratssitzungen. Da sind wir alle dann gemeinsam als Gremium zusammen. Wir sind 40 Mitglieder insgesamt und da wird dann halt jedes Mal die Tagesordnung durchgegangen, Themen werden durchgesprochen, Sachen abgestimmt und so weiter. Und ja, das ist manchmal recht anstrengend, weil es sehr viele Themen sind und es kann sich dann auch ziehen, weil es sehr viele verschiedene Meinungen gibt, aber es ist auch gleichzeitig extrem interessant, den politischen Diskurs mitzubekommen. Falls sich da jemand mal reindenken möchte, kann ich es nur empfehlen, mal kommen und zuzuschauen. Irgendwie ist es ja für die Öffentlichkeit zugänglich, kann ich auch später nochmal drauf eingehen. Und dann gibt es die Ausschusssitzungen, das wurde ja gerade schon von dir erwähnt, Soziales und Kultur sind ganz knapp zusammengefasst da meine Themen. Da sind wir immer so, ich würde es mal sagen, 14 Mitglieder des Stadtrates und besprechen eigentlich eher Themen vor, die dann später im Stadtrat sind. Und das ist dann eher so, gut, ich kenne mich gut in dem Thema Soziales aus, sagen wir mal, dann gehe ich in den Ausschuss und kann schon mal vorberaten, damit es dann im Stadtrat schon eine Meinung vom Ausschuss gibt und man weiß, okay, woran kann ich mich orientieren, so. Und dann gibt es noch die Fraktionssitzungen, da kommst du mit deiner Partei zusammen oder mit deiner Fraktion eben aus dem Stadtrat. Das ist auch eher so Vorbesprechung, Planung, wie stehe ich zu einem bestimmten Thema und so weiter. Also es ist sehr viel Interaktion, Kommunizieren, Meinungen abwägen und so weiter. Also es ist sehr, sehr viel miteinander ins Gespräch zu kommen. Okay, aber das heißt, so wie ich es jetzt rausgehört habe, sind deine Tätigkeiten hauptsächlich in Form von Sitzungen und praktischen Austausch und die Kommunikation mit den anderen. Hast du aber auch Aktionen tatsächlich, die du ausführst, wo du vielleicht in Form von Projekten irgendwelche Sachen auch praktisch ein bisschen mehr machst und politisch umsetzen kannst oder da auch irgendwie Sachen angehen kannst? Oder ist es tatsächlich mehr nur in diesem Rahmen der Sitzungen? Ja, also gibt es natürlich schon. Ich wünschte, es würde noch häufiger zu Projekten kommen. Jetzt ist die Lage ja gerade so, dass es ein bisschen schwierig umzusetzen ist. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann man irgendwie jetzt total krasse Protestaktionen organisieren, wenn einem ein Thema nicht so taugt. Oder man kann sich an die Presse wenden und da irgendwie ein Statement abgeben. Oder man organisiert sich in seiner Gruppe, in seinem Verband irgendwie und stellt da was auf die Beine. Das schon, aber was jetzt noch mein zusätzliches Ding ist, ich habe auch eine Referentenaufgabe übernommen. Also ich bin Jugendreferentin mit einem Kollegen von mir, mit dem Lukas Braumiller. Und da haben wir uns natürlich jetzt auf die Fahne geschrieben, die Jugend der Stadt zu vertreten. Wir leiten sozusagen teilweise auch den Stadtjugendrat als Gremium und wir versuchen natürlich dann, deren Projekte auch zu unterstützen. Und ja, also ich glaube, aktuell ist mein Schwerpunkt tatsächlich der Jugend gewidmet, weil einfach gerade nicht so viel möglich ist. Aber ich hoffe, dass es in den Jahren, die mir noch bleiben, bis 2026 auf jeden Fall noch anders wird und ich da mehr durchstarten kann mit Projektideen und so weiter. Das ist total schön, dass du dir das Projekt zu Herzen genommen hast, weil das ist ja was ganz Entscheidendes irgendwie, dass wir schaffen, dass mehr junge Menschen sich politisch engagieren wollen und mehr Partizipation dahingehend auch passiert. Wo ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, ich hatte das in meinem Studium auch so ein bisschen mit politischen Themen, Erwachsenenbildung und Demokratie und solche Geschichten. Und bei uns war auch ganz oft immer die Diskussion, auch durch andere Studierende, dass die sich immer wünschen würden, dass es mehr Aktionen eben gibt, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dass für junge Menschen, wenn die sich jetzt vorstellen, okay, ich setze mich jetzt in eine Stadtratssitzung mit rein, dass das meine Art von politischem Interesse ist, dass das halt nicht so ganz das Interesse der jungen Menschen aufgreift. Mhm. Und dass man hier irgendwie Projekte oder eben Aktionen schafft, wo was für das Auge sichtbar wird, was ich da tue, wie ich politisches Engagement irgendwie zeige und damit dann auch was bewegen kann, dass ich damit dann auch die Motivation irgendwie schaffe, besser mit reinzukriegen. Gibt es da irgendwas,
was du planst oder wo du Ideen hast, einfach, was du mit reinbringen möchtest. Oder vielleicht auch etwas, was ihr schon auf die Beine gestellt habt, beziehungsweise du hast gesagt, auch mit Corona gerade, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Gab es vielleicht vor Corona da schon irgendwelche Sachen, die einfach nicht geschafft wurden, an die Leute heranzubringen? Ich beziehe es jetzt mal in erster Linie auf den Stadtjugendrat nochmal. Die tun an sich als Gremium schon extrem viel, weil denen natürlich auch bewusst ist, okay, andere Leute in meinem Alter sind jetzt vielleicht politisch nicht ganz so engagiert, auch wenn sie potenziell Interesse hätten. Und ich weiß, dass vor der ganzen Corona-Krise ein Projekt von denen gestartet werden sollte, das hieß Politics for Pupils. Und da haben die gezielt sich damit auseinandergesetzt, ein Konzept zu entwickeln, um wirklich Politik im Schülerinnen und Schülern näher zu bringen. Und dann kam eben Corona und hat das Ganze ein bisschen durcheinander geworfen, aber von deren Seite ist auf jeden Fall viel da, oder sei es auch solche Dinge wie die U18-Wahl, die immer vom Kreisjugendring organisiert wird, wo man dann einfach auch merkt, okay, wir können was bewegen, und obwohl wir nicht mal wahlberechtigt sind gesetzlich, gibt es eine Möglichkeit für uns einfach mal zu schauen, hey, wie steht unsere Generation aktuell politisch, wen finden wir denn gut und wen nicht so, also solche Kleinigkeiten irgendwie, wo man dann ja zeigen kann, dass diese junge Generation tatsächlich wertvoll ist und dass die unsere Zukunft sind sozusagen. Ich sehe es jetzt zum Beispiel im Stadtjugendrat, wir haben eine krasse Aktion am Laufen, da geht es um Graffiti in der Stadt, und da wurde ein richtig großer Wettbewerb aufgezogen, und das ist so wie, ja, ihr könnt eure Kunstwerke einreichen und wir schauen mal, wer gewinnt und so weiter, und ich dachte nicht, dass es so eine große Wirkung hat, und dann ja, sehe ich die ganzen Kommentare und Nachrichten auf Insta und denke mir so, wow, krass, also da wissen die Leute, die teilweise nur 2, 3 Jahre jünger sind als ich jetzt, anscheinend total gut Bescheid, was halt zieht, weil es ist nicht so, oh ja, ich spray da mal was hin und dann hat sich die Sache, sondern es ist so, hey, ich würde gerne bei euch sprayen, wer seid ihr überhaupt, was macht ihr, und so kommt man halt ins Gespräch, und wenn man sich so ein Thema rausgreift und sagt, okay, das beschäftigt die Jugend gerade aktuell, dann entsteht eine Kommunikation ganz natürlich, und das finde ich total ermutigend, gerade zu beobachten. Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage dazu einzuwerfen. Sind diese Graffiti-Kunstwerke dann tatsächlich irgendwie auf Hauswänden oder sowas passiert und wurden irgendwie abfotografiert und eingereicht, oder ist das dann auf Blatt Papier irgendwie passiert? Also der Wettbewerb ist jetzt erst gestartet, es läuft alles noch, ist relativ in den Anfängen. Also es wurden bestimmte Areale sozusagen ausgewählt, zum Beispiel jetzt irgendwie am Bahnhof, wenn dann irgendwie was drüber gesprayt werden soll, was speziell mit der Stadt zu tun hat. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Und es gibt eigentlich gar keine Vorgabe. Ich mache jetzt hier voll die Werbung. Ist ja auch in Ordnung. Du verkündest ja gerade einfach nur eine schöne Aktion, die er macht. Also man kann einfach, glaube ich, nur Ideen aufschreiben und dann fragen, wie die das so finden, oder man kann direkt auch schon irgendwie was zeichnen und denen das schicken oder so. Also ich glaube, die sind da total offen. Es ist einfach nur cool zu sehen, dass es so einen Zulauf findet, aber die sind da nicht so eingeengt. Also je mehr da kommt von den Leuten, desto besser. Okay, das heißt, auch motivtechnisch sind ganz unterschiedliche Themen. Oder hast du noch eine andere Aktion, auf die du eingehen möchtest, oder von Ideen, die ihr habt oder die ihr noch verwirklichen wollt, oder ist das Thema für dich abgeschlossen, oder hast du dazu noch was zu erzählen? Ja, es ist alles noch im Kommen. Der Stadtjugendrat wurde ja jetzt erst neu gewählt und ist seit Anfang Januar im Amt. Von daher mal schauen, was alles so geht, aber manchmal sind es halt auch Kleinigkeiten, irgendwie so Umgestaltung eines Basketballplatzes, so damit die Körbe niedriger sind und jüngere Kinder halt mitspielen können. Solche Kleinigkeiten, da sieht man richtig, wie den Leuten das Herz aufgeht, wenn es dann irgendwie Zuspruch findet und der Oberbürgermeister sagt, ja, stimmt, ist uns gar nicht aufgefallen, da werden wir uns jetzt mal drum kümmern. So solche Kleinigkeiten sind es aktuell, weil große irgendwie Festivals oder was auch immer sind halt gerade einfach nicht möglich. Da lief super, super viel in der Vergangenheit. Irgendwie, ich sag jetzt mal, das Konvolutbruck oder so, das war schon echt einschneidend. Aber jetzt gerade müssen wir uns mit Kleinigkeiten tatsächlich zufrieden geben, was auch nicht schlimm ist, weil dann schaut man sich irgendwie mehr um,
okay, wie schaut es in der Stadt aus, irgendwie mit Sportmöglichkeiten, kann man da was verbessern? Und dann fallen einem Kleinigkeiten auf. Und was vielleicht auch noch eine Sache ist, wo auch der Stadtrat auf jeden Fall mit drin hängt, das Stockschützenareal da im Kloster wird jetzt frei und es wird mit auch der Jugend übergeben. Es wird jetzt ein ganz großes Projekt, ein Riesenplatz, wo sich die Jugend dann irgendwie treffen kann. Und da ist es dann auch kein Problem, wenn es irgendwie mal abends lauter ist und Musik ist und so weiter, weil im Umkreis jetzt niemand wirklich wohnt. Und ja, solche Projekte werden gerade umgesetzt und das freut mich auf jeden Fall sehr. Das hört sich auf jeden Fall spannend an, aber dann, wenn eben du als Jugendreferentin und das ganze Konzept dahinter auch erst seit Januar steht, dann ist es auch klar, dass ihr euch dann noch ein bisschen am Finden seid und noch am Konzepterstellung, an dem Punkt der Konzepterstellung steht. Wir haben uns ja auch vorab schon mal ein bisschen ausgetauscht und wir haben das ja nur angeschnitten. Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Und zwar hast du Andeutungen gemacht, dass durch Corona gewisse Digitalisierungsprozesse im Stadtrat eingetreten sind. Und dadurch, dass einem so ein bisschen die Hände gebunden waren, dass man sich halt nicht mehr live sehen konnte oder sozusagen in Präsenz, auch viele, die davor dagegen waren, sich sozusagen dem geöffnet haben, dass mehr digitalisierte Formate im Stadtrat stattfinden. Würdest du da einfach mal auch ein bisschen was erzählen, was sich da so verändert hat? Also auch welche Möglichkeiten man irgendwie als Privatperson hat, um sich bei gewissen Sachen einfach zuschalten zu können oder wie das auch ein bisschen die Tätigkeit dort verändert hat. Ja, tatsächlich ist es ein ganz schöner Wandel in den letzten Monaten. Es war bis jetzt, würde ich mal behaupten, immer so, dass ja die Stadtratsmitglieder der Digitalisierung im Gremium selbst ein bisschen kritisch gegenüberstanden. Und dann kam eben die ganze Corona-Situation. Mittlerweile ist es so, dass wir verabschiedet haben, dass die Stadtratssitzungen demnächst, es ist noch kein genauer Termin vorhanden, dass die Stadtratssitzungen demnächst tatsächlich online gestreamt werden sollen und man soll auch die Möglichkeit haben, bis zu 2 Wochen nach der Sitzung sich das online anschauen zu können. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg. Da hat Corona uns auf jeden Fall gut in die Karten gespielt. Das heißt, es hat vielleicht auch seine positiven Dinge mit Ja, hervorgebracht. also das war wirklich schon jahrelang ein großes Thema, dass man jetzt sozusagen wirklich auch nicht nur in Präsenz, sondern auch online die Sitzungen mitverfolgen kann. Und ein anderes Thema ist für uns Stadtratsmitglieder selbst, wie das da ausschaut. Ich muss dazu sagen, dass während der ganzen Pandemiezeit keine einzige Stadtratssitzung und auch keine Ausschusssitzung online war. Also wir sind wirklich jedes Mal hingegangen und dann, wenn man sich näher kam, hat man eben die Maske rausgeholt und sich so unterhalten. Und da war ein sehr großes Hygienekonzept dabei. Die Sitzungen wurden dann auch verlagert in den größeren Saal im Veranstaltungsforum. Oder die Stadtratssitzungen finden immer noch dort statt. Die Ausschüsse mittlerweile nicht mehr. Und ja, da war das dann mit ja, Abstandsregeln und Maske und was auch immer, weil man irgendwie noch nicht so weit war, tatsächlich ein Online-Format zu konzipieren. Und es ist auch bis vor kurzem noch auf sehr starke Kritik gestoßen. Und jetzt ist man gerade dabei, so ein Hybrid-Konzept zu entwickeln, dass man eigentlich in die Stadtratssitzungen kommen soll, also in Präsenz. Wenn es aber nicht anders geht, dann macht man es eben so, dass sich Einzelne zuschalten können. Das ist gerade noch auf jeden Fall in der Arbeit, aber sehe ich auf jeden Fall schon Fortschritte in dem Bereich. Aber komplett auf Präsenz zu verzichten, an dem Punkt sind wir nicht. Kann man jetzt gut finden, aber auch nicht. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Und was ist deine eigene Präferenz? Bist du lieber Präsenz dort oder findest du den Umschlag auf digitale Formate für dich angenehmer? Das kommt jetzt drauf an. Also ich denke, dass es in Präsenz tatsächlich angenehmer ist. Es ist wirkungsvoller, man bekommt mehr von der Atmosphäre mit. Man kann sich auch austauschen und mal irgendwie nach links, rechts schauen, wie es den anderen gerade so geht mit der Debatte. Das hat schon was, ja. Aber ich finde, es muss auf jeden Fall die Möglichkeit geben. Und auch, mein Gott, auch nach den ganzen Krisensituationen eventuell
sei es irgendwie, jemand ist im Job eingespannt und gerade irgendwie dienstlich unterwegs oder so und ist dann abends irgendwie in seinem Hotelroom und ist so, ja, eigentlich hätte ich ja jetzt Zeit und dann klickst du dich halt mal kurz rein und stimmst damit ab. Also einfach, dass es die Möglichkeit gibt, ist schon wichtig, denke ich, und schafft auch Flexibilität. Vielleicht kommt es dann bei einer Abstimmung genau auf die Stimme an, wenn es hart auf hart kommt und dann ist man froh, dass derjenige zugeschaltet ist und das Los entscheidet sozusagen. Würdest du sagen, jetzt so wie du es erzählst, dass es ein, also wir beide sind ja Studenten und wir kriegen ja durchaus das digitale Semester sehr stark mit. Findest du, es macht einen Unterschied, also ob diese digitalen Formate bei uns Studierenden für die Seminare stattfinden, und auch im Stadtrat stattfinden? Also eignet es sich für beides oder sagst du, nee, das ist unterschiedlich von der Dynamik, die sich da abspielt, weshalb es im Stadtrat viel wichtiger wäre, dass auch Präsenz eben vorhanden ist. Also ein Unterschied ist auf jeden Fall da, dadurch, dass uns so ein bisschen die Hände gebunden sind und es den Stadtrat immer mit auch in Präsenz geben wird und nie komplett online, ist schon mal da die Atmosphäre irgendwie eine andere, weil es sich so in zwei Lager spaltet in meinem Kopf irgendwie so. Es gibt die Online-Leute, die sich irgendwie chillt vor den PC hängen und es gibt die ordentlichen Stadtratsmitglieder, die hier sitzen und ihr Ding mindestens genauso gut machen, aber trotzdem ist es irgendwie schon allein im Kopf so ein Unterschied einfach. Und bezogen auf die Uni, ich würde halt sagen, das Format ist einfach auch ein anderes, weil im Stadtrat, wenn du online teilnimmst, dann möchtest du irgendwie möglichst deine Meinung zum Ausdruck bringen und das zeigen, was du weißt zu dem Thema. Und in der Uni, auch online, ist es ja eher so, dass du viel Wissen erfahren möchtest und du möchtest viel lernen. Und ich glaube, da geht man auch ganz anders an die Sache ran. Aber es wäre jetzt auf jeden Fall interessant, irgendwie so den Vergleich zu haben. Und das habe ich tatsächlich noch nicht. Dadurch, dass ihr im Stadtrat auch so ein bisschen umsteigt und eben auch diese digitalen Partizipationsmöglichkeiten an gewissen Ereignissen habt, wie zum Beispiel an Sitzungen oder so, dass man, dass das aufgezeichnet wird und dann einsehbar ist, habt ihr da vielleicht auch so ein bisschen die Gedanken im Kopf oder auch schon mal drüber nachgedacht, einfach, ob man gewisse Teile der Bevölkerung, die vielleicht jetzt keine entsprechende technische Ausstattung zu Hause haben oder auch die Fähigkeiten über diese technischen Mittel nicht haben, ob man die da ein bisschen benachteiligt und die an Teilhabe behindert über digitale Formate? Ja, tatsächlich war das Argument schon da und auch in die Richtung, dass man da vielleicht potenziell auch Leute mit verliert, wenn man jetzt so komplett auf digital umsteigt. Das ist bei uns aber ja nicht der Fall. Also man hat ja immer noch die Möglichkeit, tatsächlich hinzugehen und sich sozusagen im Zuschauerraum zu platzieren und sich die Sitzung dann vor Ort anzuschauen und das so mitzubekommen. Aber generell jetzt auf digitale Teilhabe, das ist natürlich schon ein Argument, dass es nicht jedem möglich ist, da vollumfänglich teilzunehmen, sei es irgendwie, weil man die Ressourcen nicht hat, weil ja die technischen Geräte nicht zur Verfügung stehen oder auch einfach, ich weiß nicht, weil beispielsweise die Website oder die Konferenzplattform nicht komplett barrierefrei zugänglich ist für alle. Das spielt schon eine Rolle, aber ich glaube, da muss man das große Ganze sehen. Ich würde mal behaupten, dass es leider noch keinen Bereich auf der Welt gibt, wo man wirklich jeden mitnehmen kann. Und man könnte jetzt auch sagen, ich weiß nicht, wenn man bestimmte Angebote in irgendeinem Bereich, kulturell, Theater oder so, die ganzen Sachen, Werbung und so weiter, Flyer immer nur per Post bekommt, dass man da kann man ja theoretisch auch einfach Leute mit ausschließen, schon allein, wenn man sagt, um wieder auf die Jüngeren zurückzukommen, ja, die schauen sich das eh nicht an, wenn es nicht irgendwie gerade auf Social Media aufploppt, so. Es kann man genauso sagen. Also es hat Ja. ja alles irgendwie sein Gutes und dann gibt es aber natürlich auch ja immer Bereiche, wo man dann ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu sehr ja dahin kommt, zu sagen, gut, wir sprechen nur eine bestimmte Zielgruppe an und das reicht uns. Ich glaube, dass digital extrem viel möglich ist und wir gerade in einer Zeit leben, wo sich sehr, sehr viel entwickelt. Da muss man dann einfach schauen, wie es sich ergibt.
Auf jeden Fall. Aber Instagram ist ja dahingehend auch schon ein ganz wichtiges Tool geworden, wo ja. ich selber noch nie drauf war oder noch nie in Kontakt wirklich damit gestanden habe. Aber so verändert sich einfach immer die Zeit. Ja, total. Vielleicht einfach auch noch mit der Digitalisierung mal so ein bisschen in den privaten Bereich reinzugehen. Wie spürst du denn selber für dich so die, also irgendwie diese starken Veränderungen, die natürlich durch Corona bedingt im Bereich Digitalisierung passieren? Weil für mich zum Beispiel, ich studiere ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, und für mich sind die, ist die Online-Lehre eigentlich ein totales Geschenk, weil ich müsste pendeln. Und dadurch habe ich jetzt halt keine Fahrzeiten mehr untertags und ich genieße das sehr. Und ich habe auch eine fixe Freundin, die etwas anderes studiert. Aber wir haben hin und wieder dann auch gemeinsame Lerntage, weil ich auch gestehen muss, wenn ich jetzt den ganzen Tag für mich alleine zu Hause hocken würde, nur von meinem Laptop und auch irgendwie keinen Kontakt habe, dann würde da wahrscheinlich auch irgendwie meine Stimmung ein bisschen in den Keller fallen irgendwann. Aber dadurch, dass ich eben hin und wieder diese Lerntage mit der Freundin habe und wir uns da zusammentun, hat man kleine Sprechpausen zwischen den Seminaren, man kocht mittags gemeinsam. Genau, deswegen erlebe ich das eigentlich sehr positiv. Mhm. Aber wie ist für dich die Digitalisierung in deinem privaten Bereich spürbar? Also mir fällt es natürlich auch insbesondere durch die Uni auf, würde ich sagen, mit den ganzen irgendwie Zoom-Konferenzen und ja auch asynchrone Lehre teilweise. Ich habe das tatsächlich auch, dass ich mir den Fahrtweg spare, was super angenehm ist, auch irgendwie in solchen Momenten, wo du dann eigentlich eine 8-Uhr-Vorlesung hättest und du kannst dann irgendwie im Schlafanzug aussetzen. Ja, du kannst dann einfach weniger Zeit einplanen und musst dann nicht irgendwie um 6:30 aus dem Haus oder so. Das stimmt schon. Ich finde, es kommt aufs Fach drauf an. Mein Fach ist jetzt sehr diskussionslastig, in Politikwissenschaft vor allem. Das geht einem schon ab. Also es ist was komplett anderes, wenn du auf Zoom mit Leuten diskutierst. Da ist die Hemmschwelle auch irgendwie viel größer, da tatsächlich dann was zu sagen. Und man merkt immer so, ja, dass die Motivation irgendwie nicht so da ist, als wenn man jetzt zusammen im Seminarraum sitzt und sich tatsächlich, ja, anschauen kann. Das schon, also ich bin nicht komplett begeistert, weil mir der soziale Kontakt extrem abgeht, auch in einer großen Gruppe mal zu sein mit 6-7 Leuten und sich auszutauschen. Es fehlt einem schon sehr. Aber ich spare mir den Fahrtweg und ich habe gelernt, im Selbststudium sehr viel zu machen, und ich finde, das zeigt auch, dass sowas auf jeden Fall möglich ist und ja, dass man nicht immer unbedingt sich da nochmal 10-mal das reinziehen muss, was da gerade gesagt wurde, sondern dann nehme ich mir halt das entsprechende Lehrbuch und schaue mir das Kapitel an und dann merke ich auch, ich verstehe es, das ist ja gar nicht so schwer und so weiter. Also man lernt auch sehr viel an sich selbst zu arbeiten. Und wo ich es noch voll stark merke im Alltag ist, dass man auf einmal überall hinkommt. Also alle Veranstaltungen sind jetzt auf online ausgelegt und dann schalte ich mich halt irgendwie mal zu irgendeinem politischen Meeting in Berlin, keine Ahnung, und diskutiere da halt mal mit oder schaue mir so an, wie das läuft. Oder ich weiß nicht, zu irgendwelchen speziellen Themen, wo ich mich schon immer gerne informieren wollte, aber halt schauen musste, dass ich einen Zeitraum finde, wo ich da gut hinreisen kann. Ist jetzt alles online, also es ist schon praktisch. Man kann sich extrem weiterbilden, wenn man das möchte und nach, ja, ich weiß nicht, 6 Stunden Uni immer noch gerne am Bildschirm seine Zeit verbringt, ist ja nicht jeden Tag so. Da ist die Motivation auch sehr unterschiedlich, aber es ist schon viel möglich. Also man kann sehr viel mitnehmen aus der digitalen Welt. Das ist aber zum Beispiel auch was, was ich bei mir auch so ein bisschen gemerkt habe. Wenn man jetzt den ganzen Tag vorm Laptop sitzt, egal ob es jetzt halt arbeitstechnisch ist oder jetzt bei uns wegen am Studium, und man die ganze Zeit in Seminaren irgendwie hockt und die ganze Zeit auch dieses digitale Format hat, dann ist es ja manchmal auch so gewesen, dass ich an irgendwelchen Aktionen oder Veranstaltungen am Abend teilnehme, weil ich dann aufstehe, rauskomme und woanders hingehe. Mhm. Jetzt ist natürlich, wie du sagst, auch teilweise einfach die Hemmschwelle schwieriger.
zu sagen, okay, ich saß den ganzen Tag heute vorm Laptop, ich mache jetzt vielleicht noch eine Stunde Pause und dann geht diese Abendveranstaltung los und ich habe im Endeffekt genau dasselbe Format, wie ich den ganzen Tag heute hatte. Und dann stellt es halt irgendwie auch keine Abwechslung oder kein einfach nichts Besonderes dar, sondern eher nochmal etwas, dem ich mich aussetzen muss, was ich ja schon sowieso den ganzen Tag mache. Und das habe ich auch ein bisschen gemerkt, zum Beispiel bei den Volkshochschulen, die jetzt halt auch viele Kurse online abends anbieten, von irgendwelchen Führungen, die online abgehalten werden oder irgendwelchen Vorträgen, da man halt selber, also ich lerne sehr gerne und ich höre mir auch sehr gerne Dinge an, aber es ist schon ein anderes Gefühl, ob ich mich dann am Abend nochmal vor den Laptop setze und mir nochmal einen Vortrag vielleicht zu nicht meinen Lernthemen, zu was anderen anhöre, also wenn ich da jetzt tatsächlich einfach hinfahren könnte, andere Menschen sehe, vielleicht auch danach oder davor kurze Smalltalks habe, ja, es ist ein anderes Format, definitiv. Ja, ich finde, das geht einem so krass ab, wenn man irgendwie, ja, sei es jetzt auch, wie du gesagt hast, plakativ durch ein Museum läuft, virtuell, und sich seine Führung anschaut. und dann ist es vorbei und man ist so, okay, ich habe es jetzt gesehen und es war spannend, aber mir fehlt so dieser Austausch. Ich fühle mich irgendwie so dann manchmal alleine mit dem, was ich gesehen habe, weil ich kann nicht zu dem neben mir gehen und sagen, ja, hey, wie fandest du das jetzt oder hat es dir gefallen? So, es war irgendwie so, danach ist man noch viel mehr allein als davor manchmal. Also. Das ist auch einer, das fällt mir gerade ein, das ist einer Dozentin bei uns mal passiert, die ist in den Seminarraum gekommen, also in den digitalen Seminarraum und hat von einem völlig anderen Thema angefangen zu reden, als das Seminar eigentlich gewesen wäre. Und so nach 5 Minuten, wir dachten uns alle noch, okay, also man hat es in unseren Blicken irgendwie, haben wir es gegenseitig gemerkt, haben wir uns noch gedacht, okay, vielleicht bringt sie heute einfach mal so ein ganz anderes Thema rein. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, nee, das passt einfach nicht zu dieser Vorlesung. Und dann hat sich jemand gemeldet und hat gemeint, Entschuldigung, sind Sie sicher? Ja, dass sie das Richtige sagen. Und dann hat sie sich total entschuldigt, weil sie halt auch gesagt hat, ihr fehlen die Räume, die Wege im Gang, dass klar ist, auf welches Seminar bereite ich mich jetzt vor, da muss ich mich seelisch einstellen. Das ist ja auch nur einmal bei uns passiert. Aber wir haben alle so herzlich gelacht, weil es halt so verständlich und so menschlich war, dass ihr das passiert ist. Aber solche Momente irgendwie sind so selten geworden und dann schätzt man das viel mehr. Also ich finde, wenn man sich virtuell trifft, irgendwie in der Uni zum Beispiel, dann ist es sehr schnell, sehr steif und es ist nicht so, ich weiß nicht, die Atmosphäre ist nicht ganz so locker oder man macht selten irgendwie mal einen Witz zwischendurch und dann ist es so richtig aufheiternd. Man merkt total, dass es so eine erleichternde Stimmung sofort ist, wenn irgendwie so, ich weiß nicht, es läuft eine Katze durchs Bild oder so. Das ist dann, ja, total aufheiternd. Ja, wo dann jeder immer gerne schnell mitlacht. Ja. Oder auch von dem, wenn eine Frage gestellt wird. Ich musste auch schon Präsentationen halten. Und das ist auch eine sehr, sehr starke Umgewöhnung, dass wenn man eine Frage stellt, dass man eine viel längere Zeit warten muss, ob eine Rückmeldung kommt auf Zoom. Da gibt es ja auch irgendwie die goldene Regel, dass man irgendwas zwischen 5 bis 10 Sekunden warten soll. Und diese Stille dann auszuhalten, das ist so schwierig und stellt so eine Herausforderung dar, um dann zu sehen, ob tatsächlich vielleicht von jemandem eine Rückmeldung kommt oder nicht, weil dieses Melden und dieses Antworten und Reagieren, wie du schon sagst, da ist eine viel größere Hemmschwelle einfach da. Ja, erst genau. Von dieser 10-Sekunden-Regel wusste ich gar nichts. Achte ich mal drauf. Nagel mich nicht drauf fest, vielleicht also ist es auch ein bisschen weniger als 10 Sekunden, aber es ist extrem lang. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Wünsche, die du für dich hast, die du irgendwie in der Zukunft jetzt noch für dich angehen möchtest oder anpacken möchtest, die dir am Herzen liegen? Ich weiß nicht. Ich finde es immer schwierig, sich so krass auf Ziele zu versteifen. Ich denke, das wird sich zeigen. Ich werde jetzt erstmal meinen Bachelor machen. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Arbeit zu schreiben dafür und konzentriere mich jetzt die nächste Zeit auf die Uni und wenn es durch ist, dann schauen wir mal, wo es mich so hintreibt. Nachdem du ja im Stadtrat bist, kann man dich so ein bisschen verfolgen, so von dem, wo dein Weg dich hinschlägt sozusagen, oder? Ja, absolut. Lisa, das Live-Studio FFB bedankt sich natürlich ganz, ganz herzlich, dass du hier heute dran teilgenommen hast und unseren Zuschauern so viele interessante Einblicke gegeben hast. Ich danke dir auch für das Gespräch. Sehr gerne.